Yo, was geht ab, Leute? InScope hat ein neues Video hochgeladen, beziehungsweise Nico. Es sind jetzt schon 9 Jahre YouTube. Krass, Alter. Also er ist echt durchgezogen. Wie gesagt, er hat es auch geschafft. Also 2 Millionen Abonnenten auf YouTube, über 1 Million Abonnenten auf Instagram. Und man merkt auf jeden Fall, dem liegt es schon am Herzen. Also der macht es echt mit Leidenschaft. Nicht umsonst hat er sich extra für das Video seinen Pinselhaarschnitt da wieder machen lassen. Extra für das Video. Und danach hat er sich dann eine Glatze geschnitten, die ihm auf jeden Fall steht. Also ich habe es auf Instagram gesehen in der Story. Bisschen auf Jason Statham Style angelehnt. Aber ich würde sagen, wir geben uns das Video. Das ist bestimmt gut. Nicht für Zuschauer ohne Zahnbürste. Scheiße. Yo, einfach Nico sein Lupo am Start. What the fuck, Digga. Ey, Nico, was geht? Was machst du? Rauchst du, Alter? Was ist los? Digga, hast du gerade geraucht oder was? Und wer bist du? Alter, was ist denn mit dir? Immer noch dasselbe geblieben. Passiert, Digga. Was machst du hier? Mann? Was ist mit deiner Frise passiert? Wieso, was aber dieser Haarschnitt. Fuck, Mann. Ey, zu geil. Also schon geil, dass er das echt durchgezogen hat. Extra fürs Video. Ja, und ich dachte, du fährst ein AMG eigentlich. Digga, was willst du von mir? Wer bist du? Hä? Was geht denn bei dir ab, Mann? Hey, was? Ey, wahrscheinlich laberst du mich hier auf freier Straße voll, was ich mache, oder? Ich kenn dich nicht mal, du Mistgeburt. So hab ich dich erst letztes Mal vor 9 Jahren gesehen. 9 Jahre? Ja, ich hab gesehen, du hast 9 Jahre YouTube jetzt. Das darf nicht wahr sein. Ich bin im Film. Ich bin im Film. Du willst mir gerade erzählen, dass ich die Scheiße seit 9 Jahren mache? Ja. Ach du Scheiße. Und es hat sich einfach mal gar nichts geändert. Man muss aber dazu sagen, dafür, dass ich die Scheiße 9 Jahre mache, bin ich ziemlich normal geblieben. Geht? Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich mach mehr so ein Special oder irgendwie sowas. So wie das 10.000 Abonnenten Real Life Special. Ja, genau, wo du mit dem Toaster gefilmt hast. Ja, Mann. Ja, ich würd's feiern, wenn du einfach in dein Zimmer gehst und so ein richtiges Oldschool-Video drehst. Du meinst mein altes Zimmer? Ja, ja. Ja, Mann, ja. Kinderzimmer. Geile Idee. Sollen wir da jetzt hinfahren? Ja, darfst du fahren. Guck mal, ich hab meinen Führerschein verloren. Also, wir können so tun, als würde ich jetzt hier gleich hingefahren gewesen sein, okay? Hey, Digga, ich dachte, du darfst gar nicht fahren, what the fuck? Digga, chill doch mal, das ist gerade. Wie geil das aussieht, Nico im Lupo. Fuck, Alter, zu geil. Digga, chill doch mal, das ist doch gerade arme Bord. Das ist gerade echt Nostalgie pur für mich. So, ich war schon ewig nicht mehr hier. Ich muss sagen, ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt vom Drehen. Digga, was ist hier denn passiert? Digga, seine Haare ficken mein Leben. Hinten ohne Übergang, wie das aussieht. Aber das war so vor 3 Jahren. Was heißt vor 3 Jahren? Das war so vor. Vor 7 Jahren war das Trend, solche Haare zu haben. Da war der Schreibtisch. Da war der Schrank. Hier war das Bitches-Bett. Hier war das Bitches-Bett. Was ist passiert? Ey, du hast dich echt null verändert, Alter. Nicht bestanden! Du könntest so ausrasten gerade, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen. Jetzt darf ich da nochmal hingehen. Kannst echt nicht glauben, Alter. Das Andreas-Kreuz kann echt froh sein, dass ich es gerade nicht komplett auseinandergenommen habe. Guten Morgen! Guten Mittag, Gauda! Guten Abend! Und da war ich doch neulich wieder auf YouTube unterwegs, Leute. Und ihr wisst es, ich dachte mir mal wieder nichts Böses. Call me Daddy 1-7-7 ist aber auf der Seite frei. Besser geht's nicht. Eyo! Marcel schon wieder ein neues Video hochgeladen. Zieh mir die Scheiße rein und denk. Hey, Nico hat so einen Haftschaden, aber seine Ader platzt hier gut raus. Also, Fitness läuft, die Diät läuft auf jeden Fall. Ja. Ja. Marcel, du Mitzgeburt. Doch über die Jahre ist InScope 21 reifer geworden. Er ist nun ein großer Unternehmer.
einer der Big Player. Seriosität und Verantwortung wird in seinem Unternehmen großgeschrieben. Das Hemd natürlich nicht mal gebügelt. Mach's mir noch einen Weizen, oder? Ich möchte an der Stelle mich dick bedanken. 9 verdammte Jahre, Leute. 9 verdammte Jahre ist es jetzt her, dass ich diesen Kanal eröffnet habe. Mit 15 Jahren habe ich mich dazu entschieden, mit YouTube anzufangen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich es heute immer noch machen werde. Und natürlich, am Anfang ist es immer so, dass man nicht gedacht hätte, dass es so weit kommt. Und nach all den Jahren gibt es immer noch so viele Leute, die sehr, sehr lange auf diesem Kanal hier dabei sind. Und es ist gerade tatsächlich für mich schwierig auch zu sagen, so, weil es ist echt eine sehr emotionale Sache. Egal wie lange du schon dabei bist, egal wie lange ihr schon meine Videos guckt, Leute, ich möchte einfach mal vom tiefsten Herzen sagen, verpisst euch, Mann! Das 500k Special kommt, ich bin dran. Digga, Haftschaden. Und jetzt hat er sich auf jeden Fall eine Glatze gegönnt. Glatzo ist back. Hey, gebt euch das. Herzlich willkommen zum neuen FLOG. Aber das steht dem schon irgendwie. Warte kurz, bevor ihr hier rumschreit. Autismus ist am Start auf jeden Fall. Geht schon. Also bis auf den Blick jetzt, von dem Blick jetzt mal abgesehen. Geht schon. Also schreibt mal in die Kommentare, ob es ihm steht oder nicht. Also meiner Meinung nach schon. Willkommen zum neuen FLOG. Wir starten den Tag natürlich. Gesundheit. Mit Supplementen. Gerade schon meine Vitamine genommen. Hab den Cut für die Vitamine gedreht. In die andere. Hier die Peso-Gang-Jacke habe ich auch. Hier irgendwo rumliegen. Wie bei ihm. Richtung. Und das Ganze sah dann ungefähr so aus. Good morning, guys. Alles klar. Das war's komplett. Wir nehmen jetzt Kreatin. Nehme ich jeden Tag. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens. Und ich habe lange kein Kreuzheben gemacht. Ich habe jetzt erst wieder so vor ein paar Monaten angefangen mit Kreuzheben. Und ich habe jetzt letztens auf 4 Sätze, 8 Wiederholungen, 100 Kilo Kreuzheben gemacht. Aber ich habe es wieder sauber und ausführen gemacht. Und ich muss sagen, ich bin... Hey, er läuft immer in seinen Videos mit der Unterhose rum. Zu geil. Ich bin ziemlich tot. Der Muskelkater, der wichst mich schon ganz schön um. Und ich bin halt einfach ein leidenschaftlicher Bügler. Wie ihr hier anhand von meinem Wäscheständer sehen könnt, diese Sachen hängen hier seit circa 2 Wochen. Ich bin ja echt sehr, sehr oft im Gym. Also so oft wie gerade eben war ich noch nie im Gym. Bis zu 6 Mal die Woche ist es so, ich habe es euch schon öfter gesagt, aufgrund von dem hohen Volumen so, mich fickt es schon am Anfang so ein bisschen, weil ich mache das jetzt auch erst seit ein paar Monaten. Und ich muss sagen, ich mache zu wenig Cardio. Das heißt, heute bin ich Cardio gemacht. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht gesehen. Ich habe mir eine neue Sitzecke gezogen. Arschgeiler Tisch mit Glasplatte drauf. Ich habe jetzt die Polster runtergenommen. Edel. Weil wegen Luftfeuchtigkeit, weißt du? Die liegen hier, die Brüder. Ich weiß nicht, wo ich die sonst hin tun soll. Ey, sie kommt schon Killer, wenn reinkommt. Bruder, krank gechillt, das jetzt kann man sich draufsetzen, oder? Und da hinten steht ein Aschenbecher mit Feuerzeug. Nein, Leute, ich rauche nicht. Das ist für Freunde. Nein, Leute, ich rauche nicht. Das ist für Freunde. Aber es ist halt wirklich für Freunde. Guckt euch diesen Jippen an, Alter. Was für ein räudiger Lappen streamt denn hier bitte auf Twitch? Das ist ja eigentlich eine Beleidigung an die Plattform, oder Leute? Inscope21TV könnt ihr gerne mal followen auf Twitch, Leute. Dann könnt ihr diesen Spaß beim Streamen beobachten. Ich würde es euch allerdings nicht empfehlen. Ihr seht schon, hier oben wurde die ein oder andere Taube aggressiv am Durchfall prozessieren erwischt. Ja, und hier drunter steht halt meine Couch. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass irgendeine verdammte Taube mir auf meine neue Couch kackt. Was ich echt nicht geil finde. Am heutigen Tage ist mal wieder beschissenes Wetter. Wir haben Juni, okay? Wir haben verdammt nochmal Juni. Leute! Ja, also... Und gestern war fettes Hagel und Wetter in München, also Juni. Ich weiß nicht, was da los ist. Wieso habe ich mir diese Frise geschnitten? Die Leute fragen mich, hey, Karl. Ihr glaubt doch wohl, ich möchte das einfach mit der Zahn. Hey, geht aber. Also jetzt mal ehrlich, also. Ich glaube, selbst erklärend, warum ich mir diese Frise geschnitten habe. Ich will so sagen wie Flying Uwe, Mann. Als ich die am Anfang geschnitten habe, war ich so, oh shit, dude, what the fuck, mate. Du stehst auf, du siehst scheiße aus. Du gehst schlafen, du siehst scheiße aus. Du kommst aus Dusche raus, du siehst scheiße aus. Bester Leben. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man hier entdecken, dass ich die Frisur auch selber geschnitten habe und der Übergang so scheiße ist, als würde mein Friseur mich beleidigen wollen. Okay, Leute, no homo, aber kurzes Body-Update. Bauch kommt langsam mehr raus, seitlich ist bei mir sowieso immer da. Unten fehlt es ein bisschen, aber ich bin gerade gut am Bauch trainieren. Ansonsten
Form wird langsam. Also, ich denke, da kann man... Arme und Schultern und Brust, Leute, ich habe mir gestern einfach mal so überlegt, Digga. Ganz ehrlich, ich mache mal heute was anderes. Ich habe mich einfach rausgesetzt und habe Techno-Musik angemacht, ne? Und ich saß dran und habe mir einfach gechillt Techno gegeben. Und ich muss wirklich sagen, Leute, es war komplett beschissen. Hier sehen wir den neuesten Jüngling im Stream, okay, Fortnite. Tim Gabel, gestern auf Twitch online gewesen. Mit wie viel Zuschauern, Digga? Boah, keine Ahnung, irgendjemand hat mich gehostet, Digga. Ja, ja, Digga. Also Tim hat ja schon seine 7000 Zuschauer rausgeholt. Also guck mal, Leute, wir sind ja jetzt gerade dabei, dass wir regelmäßig auf Twitch streamen. Ihr könnt auch jetzt gerne alle unsere Channels abonnieren. Ich hab die euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Kommt auf jeden Fall auch heute Abend vorbei. Heute Abend werde ich streamen. Puzzle it in, Morfagger. Freunde von Tim Gabel wurden gerade Fotos gemacht. Und er als große Prominenz ist jetzt natürlich erbost darüber. Nein, ich finde das einfach nur asozial, Alter. Wenn Leute, guck mal, du stehst beim Bäcker, holt man das Handy raus und dann tut man so sich verstecken und dann denken sich, check, ja, ist das voll geil. Also ich feiere es extrem, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie am Scheißen bin auf einer öffentlichen Toilette und dann kurzerhand kommt die Cam unter oder über der Kabine einfach drüber und ich werde abgefilmt. Ich finde es einfach top. B6 ohne Soße, das heißt also Hähnchen gekocht, ja. Das heißt keine Fette drauf, dann mit Gemüse und mit Reis. Das heißt also die Cleanness ist da. Oh mein Gott, ich habe heute Morgen keine Nüsse gegessen, ich habe es aber vergessen. Man fühlt sich ein bisschen so schwebelos. Schwebelos? Ja. Schwebelos. Drecksbullen hier, ACHB auch am Start. Stuttgart. Schwebelos. Hier ist noch ein Shake drin. Veganes Protein. Wir holen jetzt ganz kurz für diese Kamera hier ein Kabel, mit dem ich diese Kamera mit dem PC connecten kann, um damit live zu streamen, damit die Qualität vom Livestream noch beschissener wird. Das geht, Junge. Oh. Krankhaft. Brutal. Richtig, richtig schön. Mustang, ey. Tim, Alter, ich wusste nicht, dass du Private-Shows gibst. Gesprochen, neue Roadie. Diesen Satz hat einer meiner guten Kollegen fallen lassen. Und zwar, das ist ein gemeinsamer Freund von dir und Kai, ne? Genau. Was war da denn los? Nachdem ich mir mehrere Meinungen über meine Frisur eingeholt habe, du scheiß Spasti, der aussieht wie ein Familienvater, Alter, muss ich nun ganz ehrlich sagen, ich habe Moral des Todes. Jeder einzelne meiner Mitarbeiter hat mich kurzerhand wegbeleidigt. Ganz kurz, kurze Friesenporn. Friesenporn. Es muss ja gerade ein unglaubliches Ereignis für euch gewesen sein. So gegen 20, 21 Uhr am Start, wenn es live gestreamt wird, wenn der Stream vom Livestream live gestreamt wird, ihr findet es gemein 20 TV. Ich hoffe, ihr kommt nicht vorbei, weil das wird cringe as fuck. Scheiße. Aber es dauert ja eh nicht so lang, bis die Haare nachwachsen. Also bei dem einen oder anderen länger. Bei mir wird es jetzt nicht so lang dauern. Bei ihm glaube auch nicht. Ja, wie gesagt, also... Scheiße, 9 Jahre YouTube, Respekt auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, auf weitere Jahre und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.